Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Irgendwie so grob der vorletzte Slot irgendwie hier auf der Frostcon. Freue ich mich, dass ihr noch ein bisschen wartet mit der Heimreise. Mein Name ist Cornelius Kölbel und ich will euch heute was erzählen zu Mehrfaktor-Authentifizierung am Puls der Zeit. So, irgendwann habe ich diesen Vortrag eingereicht, Mehrfaktor-Authentifizierung am Puls der Zeit. Dann habe ich mich irgendwann hingesetzt, habe mir gedacht, so, jetzt musst du mal irgendwie die Folien dazu machen irgendwie und so Braindump. Dann habe ich gedacht, Mehrfaktor-Authentifizierung am Puls der Zeit, wie blöd ist das denn? So, was sagt denn euch das? Also, was habt denn ihr da für Erwartungen am Puls der Zeit? Ja, wahrscheinlich hatte jeder andere Erwartung, ja, irgendwie am Puls der Zeit. Aber dann habe ich mir gedacht, macht ja nichts. Also wir kriegen es ja im Prinzip von prominenter Seite vorgemacht, dass wir durchaus allgemeingültige Aussagen treffen können, wie zum Beispiel Herr Gauck sehr, manches braucht jetzt nicht Bedenkenträger, sondern Bannerträger, nicht Zauderer, sondern Zupacker, Getriebene, sondern, also nicht Getriebene, sondern Gestalter. Wunderbar, er hat das, glaube ich, auf Europa bezogen, ist egal, man kann es auf alles beziehen. Ich habe es jetzt auf IT-Sicherheit bezogen, weil IT-Sicherheit auch total wichtig ist. So, am Puls der Zeit. Ja, am Puls der Zeit. Ganz nett, zur Zeit, was passiert eigentlich zur Zeit? Zur Zeit ging irgendwie so durch die Medien da in USA das NIST, also das National Institute for Standards and Technologies. Die haben so eine Digital Authentication Guideline. Und da steht halt irgendwie drin, was irgendwie Unternehmen oder Regierungsbehörden machen sollten. Also, und die haben jetzt in dem neuen Draft, in der überarbeiteten Version, also geschrieben: Hey, SMS-Authentifizierung, also Out-of-Band-Authentifizierung nennt sich das, OOB, ist nicht mehr geschickt dazu, als adäquate Zwei-Faktor-Authentifizierung angewendet zu werden. So, wer hatte davon gehört? Irgendwie gelesen? Ja, gell? Ja, so. Wer von euch macht Online-Banking? Ja, wir sind ja alle sehr modern, das stimmt. Und wer von euch verwendet Ämtern? So. Zum Glück nicht so viele, aber nichtsdestotrotz möchte ich also im Prinzip diejenigen herzlich einladen, zu ihrem Bankberater zu gehen und zu sagen, dass man vielleicht irgendwie dieses Ämtern-Verfahren mal irgendwie ablösen sollte, weil selbst im Prinzip das NIST irgendwie schon begriffen hat, dass das mit den SMS irgendwie eine mäßig gute Idee ist. Naja, Mehrfaktor-Authentifizierung am Puls der Zeit. So, wir haben also diese komische Mobile-TAN, SMS. Wir haben sogar tatsächlich Produkte am Markt, die komplett auf SMS bauen. SMS-Passcode. Das muss ja ein total geiles Produkt gewesen sein, sonst hätte ja Microsoft dieses Unternehmen mit dem Produkt nicht gekauft. Dummerweise jetzt irgendwie, dass das NIST irgendwie dazwischen grätscht. Dann haben wir Duo Security. Wer von euch kennt nicht Duo? Oh, das ehrt euch. Das ist ja unglaublich. Also ich hätte jetzt gesagt, weil prinzipiell, wenn man irgendwo nach irgendwie Zwei-Faktor irgendwie googelt oder so, ja, dann ist einem das Erste, was einem irgendwie eigentlich heutzutage irgendwo entgegenspringt, ist Duo. Das ist also im Prinzip irgendwie, du hast eine App und dann kannst du dich mit dieser App irgendwie gegen diesen Online-Dienst authentisieren und dann sollen deine Applikationen diesem Online-Dienst vertrauen, wenn du sagst, ja, ich möchte mich authentisieren oder nicht, ja. Aber das ist so das, was, das ist heutzutage halt so der heiße Scheiß. Ja, Google Authenticator, wer nutzt den? Okay, so ein, tatsächlich ein, wie war da ein undisqualifizierter Zwischenruf? Nee. Also das ist total super, nehme ich gerne die undisqualifizierten Zwischenrufe. Google Authenticator ist natürlich auch so eine Sache, das ist also auch wieder eine App, wo man sich auch jeweils überlegen muss, wie ist da so die Sicherheit bei dieser App gegeben. So, dann gibt es Apple, die irgendwie, da habe ich keine Ahnung von, also Touch-ID, aber das klingt schon so ein bisschen merkwürdig für mich, ein bisschen spooky. Ja. Das heißt, so,
Und jetzt stehe ich also hier und gucke mir das an und sage, hey, sind wir jetzt tatsächlich in einer Zeit, wo ich sagen muss, RSA Secure ID ist eigentlich eine super Lösung. Ja, ein proprietäres System. RSA Secure ID kam, wer weiß, wann es auf den Markt kam? 1986, vor 30 Jahren. Da kam die erste Version von RSA Secure ID raus. Gerade eben? Ja? So, also am Puls der Zeit. Ich würde eher sagen, hier so. Aber wie ja schon eingangs gesagt, am Puls der Zeit, Europa, ich bin zuversichtlich. Naja, also wenn wir uns mal eigentlich überlegen, wenn man so Mehrfaktor-Authentifizierung machen will, wer macht eigentlich Mehrfaktor-Authentifizierung heute schon aktiv? Hey, das sind ja viele. Da bin ich mal gespannt, was ihr erwartet hier. Das ist, egal. Was erwartet ihr? Alles. Sehr gut, okay. Wer macht keine Mehrfaktor-Authentifizierung? Oder andersrum, wer hat noch überhaupt nichts von Mehrfaktor-Authentifizierung gehört? Außer jetzt in dem Titel. Und ist einfach nur mitgekommen, weil der Fahrer gesagt hat, ey, ich fahre aber erst in anderthalb Stunden zurück. Okay. Nichtsdestotrotz, was? Der sitzt im Nähe. Ja. Ja. Okay. Mehrfaktor-Authentifizierung, ja, das wissen wir, das setzt sich irgendwie halt aus diesen verschiedenen Faktoren zusammen. Und es gibt also dieses Wissen, dieses klassische, bei allen hier, the password is dead, Debatten. Das Passwort ist nach wie vor im Prinzip ein Faktor bei der Mehrfaktor-Authentifizierung, nämlich der Faktor Wissen. Ja? Und also das muss man sich immer mal wieder überlegen, wenn man sagt, ich will das ohne Passwort machen, da lässt man tatsächlich einen eigentlich recht guten Faktor. Andere Faktoren sind halt Besitz und Eigenschaft. Und diese anderen Faktoren Besitz und Eigenschaft, die werden eigentlich dann zu diesen Faktoren, wenn sie diese Kriterien erfüllen, die ich da mal so kurz skizziert habe. Also wenn ich tatsächlich sagen kann, ey, das ist mein Fahrrad, ja, das besitze ich. Und wenn das nicht mehr da an der Laterne steht, dann weiß ich, dass mein Fahrrad weg ist. Ja? Das heißt, natürlich kann man mir meinen Faktor Besitz stehlen, aber es ist total, oder ein sehr wichtiger Aspekt des Besitzfaktors ist halt, dass ich merke, wenn er weg ist. Ja? Und wenn mir im Prinzip mein Besitzfaktor Google Authenticator irgendwie auf ominöse Kanäle abhanden kommt, sprich dupliziert wird, dann ist eigentlich diese Eigenschaft dieses Besitzfaktors, nämlich, dass ich den Diebstahl bemerke, nicht wirklich gegeben. Ja, puh, Eigenschaften, biometrische Eigenschaften, da machen wir ein anderes Mal irgendwie ganzen Talk zu. Wenn ich mir jetzt diesen Besitz angucke, boah, es gibt ganz viele Besitzfaktoren, also wer hat sowas bestimmt? Smartphone, früher war es hier noch dieses Sony Ericsson Telefon, hier klassische Smartcards, YubiKeys, wer kennt einen YubiKey? Ja, genau, okay, gutes Marketing, ja. Hier, das sind im Prinzip genau wie der YubiKey auch, sind das Besitztümer, die ein Einmalpasswort erzeugen. Ja. Wie vertraut seid ihr mit dem Thema Einmalpasswort, OTP? Ja, wie vertraut? Also im Prinzip, ihr könnt jetzt so ist gar nicht und ja, hier hinten haben sich ein paar nicht gemeldet. Im Prinzip der Besitzfaktor, wenn ich einmal Passwort-Algorithmen betrachte, der Besitzfaktor ist eigentlich ein kryptografischer Schlüssel, der ist symmetrisch. Aus diesem kryptografischen Schlüssel und einem Zähler oder der Zeit, je nachdem, wird halt über eine Hash-Funktion und ein bisschen Rumgeschnippel
ein Einmalpasswort erzeugt. Und das heißt auf gut Deutsch, der Besitzfaktor ist also eigentlich hier in diesem kryptografischen Schlüssel gegeben. Das ist also, der ist also relevant. Und dann ist also die Frage, wenn ich mir wieder die Anforderungen überlege, wie kriege ich also diesen Besitzfaktor, diesen kryptografischen Schlüssel, halbwegs einmalig hin? Ja. Und ich, wer war schon letztes Jahr irgendwie bei meinem Vortrag da? Okay, zum Glück nicht so viele. Diese Folie hatte ich schon mal, habe ich ein bisschen überarbeitet. Ich habe hier zum Beispiel diesen U2F-Token da mal hinzugefügt, weil ich unterscheide halt gerne so zwischen, hey, habe ich einen Software-Authentifizierungsdevice oder habe ich ein Hardware-Authentifizierungsdevice? Und ganz wichtig, der eigentliche Besitzfaktor, sprich der kryptografische Schlüssel, habe ich den selber erzeugt oder wurde der mir irgendwie vom Hersteller erzeugt und an mich geliefert? Und dann sieht man also, es gibt so unterschiedliche Szenarien. Zwar kann ich hier mit meinem Smartphone selber mein Schlüsselmaterial erzeugen. Ich habe aber irgendwo das Problem, also ich persönlich habe das Problem, weil ich mich mit Smartphones nicht so auskenne. Ich habe halt das Problem, dass ich nicht weiß, wie gut ich dem Gerät vertrauen kann, dass da tatsächlich auch dieses kryptografische Schlüsselmaterial, was da drauf liegt, sicher bleibt. Und dann gibt es so ganz lustige Geräte, die eigentlich preceded sind. Und dazu gehört halt auch der MPA. Aber dazu gehört halt auch so ein U2F-Device. Wer setzt U2F ein? Okay. Wusstet ihr, dass die preceded sind? Ja, okay, gut. Bei Erstinstallation, also laut Werbeversprechen erst nach Erstinstallation? Nachdem man selber ist, am Rechner das erstmal einstellt. Echt? Okay. Ja, das ist interessant. Zu diesen Marketing- und Vertriebsaussagen kommen wir später nochmal. Das ist ein sehr interessanter Gesichtspunkt. Ja. Okay. Also was wollen wir eigentlich haben? Wir wollen das irgendwie alles selber betreiben. Wir wollen unsere Daten schützen. Wir wollen eigentlich, wenn wir das Gerät das erste Mal einstecken, unser Schlüsselmaterial selber erzeugen. Wir wollen offene Algorithmen verwenden. Wir wollen Open Source haben. Alles super. So. Und dann, damit komme ich quasi zu der Unterüberschrift, die vielleicht ein bisschen aussagekräftiger war. Denn was ist neu in Privacy Idea? Privacy Idea ist ein System, mit dem ich Besitzfaktoren oder Authentisierungsfaktoren verwalten kann. Wer hat das noch nicht gesehen? Privacy Idea oder noch nichts davon gehört? Wunderbar. Okay. Gut. Das heißt, wenn ich irgendwo mir irgendein Netzwerk betrachte, habe ich hier Benutzer. Die liegen irgendwie in einem LDAP, im Active Directory, jetzt habe ich das Wort gesagt, oder in einer SQL-Datenbank oder wo auch immer. Privacy Idea ist in der Lage, diese Benutzer zu finden. Und dann kann ich diesen Benutzern hier verschiedene, ich sag mal allgemein gesprochen, Authentifizierungsobjekte zuordnen. Das können also hier so diese, das kann Smartphone sein, das können diese Dinger sein, das können SSH-Keys sein, YubiKeys, was auch immer. So, wenn ich das gemacht habe, kann ich hier da oben meine verschiedenen Applikationen nehmen, die ich so habe. Ich habe hier ein lokales Login oder ein SSH-Login oder so. Ja? Das konfiguriere ich so, zack, dass er Privacy ID fragt. Ich habe hier irgendeine Web-Applikation. Ja? Die konfiguriere ich so, dass er Privacy ID fragt. Mit dem Ergebnis, dass die Benutzer, wenn sie sich jetzt an diesen Applikationen anmelden, eben diesen zweiten Faktor mitbringen sollen. Also sprich, ich habe hier mal was vorbereitet. Wir nehmen mal Rot, weil Rot, Achtung, ja. Hier habe ich das große böse Internet. Da habe ich meine Firewall. Hier ist mein Firewall, vielleicht mit dem VPN. Mit dem VPN. Ach, ich nehme den roten Stift, der schreibt jetzt schon, das ist gut. Hier habe ich mein VPN. Hier zum Beispiel OpenVPN. So. Das OpenVPN ist irgendwie, also ihr müsst euch vorstellen, das ist natürlich alles in der DMZ. Ja, das OpenVPN liegt hier, ist hier irgendwie an diesem Switch angeschlossen
und findet seine Benutzer vielleicht irgendwie hier in einem Open LDAP. Ja? So, und klassischerweise gehe ich also hin. Leute authentisieren sich hier mit dem am OpenVPN mit ihrem LDAP-Account. Was ich halt jetzt mache, ist Folgendes. Ich habe ein bisschen Geld, ich installiere noch einen Rechner dahin, oder heutzutage braucht man ja kein Geld, man braucht ja nur irgendeine Virtualisierungslösung. Installiere ich das da und installiere da drauf hier ein Privacy-Idea-System. Dieses Privacy-Idea-System kriegt seine Benutzer aus dem LDAP und weist denen Token zu. Und das heißt auf gut Deutsch, wenn ich jetzt mich authentisieren möchte am OpenVPN, konfiguriere ich das OpenVPN einfach so, dass es das Privacy-ID fragt. Gut. Nochmal kurz gucken. Ich habe da mal was vorbereitet. Aber... Oh. Okay. Ah, jetzt bin ich natürlich ein bisschen aufgeschmissen. So. Ich habe hier gerade kein OpenVPN, aber ich habe hier ein... Ist das okay? Ich habe hier ein OnCloud. Stimmt, natürlich nicht. Wie denn auch? Jetzt muss ich diesen Bildschirm mal kurz spiegeln. Töp, töp, töp. Kleinen Augenblick. So. Jetzt haben wir alle einen OnCloud. So. Ich hatte gerade kein OpenVPN dabei. Jetzt gehe ich erstmal hier mal ordentlich abmelden hier. So. Und dieses OnCloud, oder andersrum, dieses OnCloud habe ich halt jetzt, oh, das müsst ihr mir mal gerade glauben, das zeige ich jetzt gerade nicht mehr, das habe ich so konfiguriert, dass es gegen Privacy-Idea authentisiert. So. Ich habe hier ein Privacy-Idea-System und in diesem Privacy-Idea-System wollte jemand eine kritische Rückfrage stellen? Jetzt muss ich nur wissen, wie der Administrator heißt. Gut. Ach, in diesem Privacy-Idea-System habe ich zu dumm, ich habe den Token am Stand gelassen. Also das ist das Problem mit den Besitzfaktoren. In diesem Privacy-Idea-System habe ich genau das hier gemacht, nämlich gesagt, ey, du findest deine Benutzer zwar nicht jetzt im LDAP, sondern du findest deine Benutzer in dieser SQL-Datenbank. Habe ich hier gesagt, hallo, dort deine Benutzer, hier findest du dort in der OnCloud-Datenbank oder wo auch immer. Dann habe ich hier gesagt, diese OnCloud-Benutzer, die kommen in so eine Gruppe OnCloud rein. Und die sehe ich jetzt hier genau. Ich habe gerade irgendwie einen schlappen User-Admin. Das ist gerade nicht so viel. So. Der springende Punkt ist, da ich jetzt dummerweise das OnCloud schon gegen Privacy-Idea konfiguriert habe, will das OnCloud jetzt natürlich einen zweiten Faktor von mir haben. Ja? Er sagt, hier bitte authentisiere dich mal noch ein bisschen besser. Sieht man das überhaupt? Ja. Dafür brauche ich natürlich den Token am Stand. Oder ich bin ja ganz entspannt. Ich sage einfach hier den Benutzer Admin. Der kriegt einfach noch einen Token. So, das müsst ihr jetzt kurz mal quasi... Für Demonstrationszwecke nehme ich jetzt einen Google Authenticator oder vergleichbare App. Und euch ist ja klar, ja, und das ist halt auch das Problem am Google Authenticator. Ja, wenn ich euch das also irgendwie alle naselang erzähle, dann habe ich hier 75 Google Authenticator Profile drauf und das ist einfach unbequem. So. Nichtsdestotrotz nehme ich den,
Ich nehme auch nicht den Google Authenticator, ich nehme eine andere App, die viel cooler ist und sag, hier bitte, ich möchte den Token, ich möchte dem Benutzer einen Token zuweisen, hier oben, den Benutzer Admin. Dafür kriege ich hier so einen QR-Code angezeigt. So, und genau, ihr könnt jetzt mal alle eure Smartphones rausholen und euch diesen Virus hier installieren. Und den QR-Code scannen mit eurem Google Authenticator. Bloß dummerweise funktioniert das meistens irgendwie von Leinwänden nicht so gut. Und dann seht ihr natürlich auch, dass all eure Smartphones, wenn sie die richtige Uhrzeit haben, weil das ein zeitbasierter OTP-Wert ist, all eure Smartphones im Gleichklang ticken. Und alle Smartphones das gleiche einmalige Einmalpasswort anzeigen. Womit quasi schnell bewiesen wäre, dass natürlich dieser Besitzfaktor hier jetzt gerade ganz entspannt vervielfacht wurde. So, ich scanne das auch mal. Oder wieso scanne ich das eigentlich? Ihr habt das doch auch alle gescannt. So. So, also dann authentisiert sich der Benutzer-Admin jetzt gegen Privacy-ID. Wer könnte mir schnell mal den OTP-Wert sagen? Hat er nicht gescannt, gell? Naja. Dann sag, doch? Ja, zeigt aber da. Ja? Ja, Moment, ist das mit dem Tod B oder dahinter Secret gleich? Ach so, nee, du brauchst die App. Ach so, nee, die habe ich nicht. Ja, dann ist okay. Ja, dann mache ich das halt selber. Aber du kannst es dir abspeichern, ausdrucken, zu Hause in die Schublade legen, dann kannst du dich auch noch in 2 Jahren hier anmelden. Genau. 009691. So. Und dann ist der Administrator angemeldet und das Privacy ID. Heißt das, der Secret kommt über diesen QR-Code? Korrekt. In dem QR-Code steckt quasi vollkommen unverschlüsselt das Secret drin. Und ich meine, das. Ja. Ich habe dazu mal einen Blogbeitrag geschrieben, was man darüber denken mag oder nicht. Es ist natürlich bequem, es ist einfach dafür ganz praktisch, das an die Leute zu verteilen. Aber das ist eben genau das Problem. Wenn ich diesen QR-Code hier anzeige, wenn ich den Ausdruck in meine Schublade lege, wenn ich den irgendwie all meinen Freunden schicke, dann habe ich da natürlich ein Problem. Und wenn ich jetzt mich in einem Unternehmen befinde, was halt sagt, haha, ich habe so total grausame Benutzer, die tauschen immer das Passwort untereinander aus. Ja? Will ich aber nicht. Ich will ja wissen, wer sich anmeldet. Und wenn die dann hier sagen, oh super, ich führe 2-Faktor-Authentifizierung ein auf Basis vom Google Authenticator, ja, ich meine, dann kann ich meinem Kollegen immer noch meinen QR-Code geben und der kann sich genauso weiterhin mit meinem Account anmelden. Ja, so, aber die wissen das ja bestimmt nicht. Ja, ich glaube auch. Das hier, meint es, glaube ich, als Spring nochmal, wenn man auch hier klickt. Ja, also im Prinzip für die, klicken Sie hier. Genau, also wenn ich, hier unten sieht man halt jetzt so ein bisschen undeutlich, wie das im Prinzip aussieht. Das ist im Prinzip so eine URL, wie heißt das im Android-Sprech? Im Prinzip so eine Action? Nee, Intent. Intent heißt es, gell? Und dann weiß im Prinzip die installierte App, dass die Daten, die da stehen, irgendwie für sie bestimmt sind. Naja, was ich ja eigentlich sagen wollte ist, wir sehen natürlich in diesem wunderbaren Audit-Log, genau, also Privacy-ID, schreibt ein Audit-Log, man sieht also dann hier hat der, das ist natürlich jetzt ein bisschen irreführend, hier hat der Administrator, der heißt dummerweise halt auch gerade Admin, für den Benutzer-Admin diesen Token ausgerollt, das sehen wir hier, hier hat sich der Benutzer-Admin an dieser Maschine angemeldet. Fragen soweit. Wie bitte? Kann man das auch ausstellen? Natürlich. Ja. Also ob man das ausstellen kann, ja, man kann das natürlich ausstellen. Ja. So.
So, wo waren wir? So, wir waren etwa hier. Genau. Also das ist so die Idee, was Privacy ID macht. Einfach um klarzustellen, das ist ein zusätzlicher Dienst im Netzwerk, der die Anmeldung erweitert und absichert. So, wie gesagt, vor einem Jahr war ich mal hier und habe darüber erzählt. In der Zwischenzeit, seit 2015, da gab es die Version 2.5, jetzt gibt es die Version 2.14. Das ist halt so die Inflation. Und es sind ein paar Token-Typen hinzugekommen. Ticker, das ist so ein Smartphone-App, wo ich im Prinzip so eine QR-Code scanne, wenn ich mich anmelden möchte. Scanne ich den QR-Code und sage, ja, da möchte ich mich jetzt anmelden. Und dann werde ich im Prinzip übers Netzwerk automatisch angemeldet. Dann gibt es so, wer hier ist irgendwie in der Administration von Kernkraftwerken beschäftigt? Atom-U-Boote? Auch nicht, okay. Ich hoffe, dass die Leute nicht jetzt. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es, weil manchmal ist es ja nett, was man alles machen kann, es gibt so ein Vier-Augen-Token, mit dem ich halt genau solche Szenarien abbilden kann, dass ich sagen kann, okay, wenn sich hier jemand anmelden möchte, dann möchte ich, dass 2, 3, 4 Personen, wie viel auch immer, zusammenkommen mit ihren 2 Faktoren und nur wenn die alle da sind und ihre Faktoren vorweisen, dann kann sich so ein Account anmelden. Es gibt jetzt im Prinzip im letzten Jahr ist die U2F-Unterstützung hinzugekommen. Das U2F ist ja von Google spezifiziert und ein paar anderen Firmen, um irgendwie 2-Faktor for the masses irgendwie zu machen und an Web-Seiten zu ermöglichen, was allerdings aus irgendeinem Grunde nicht ganz so abhebt, meines Erachtens. Es ist ein Tokentyp von Sicherheitsfragen hinzugekommen. Es gibt tatsächlich immer wieder Leute, die der Meinung sind, okay, ich muss in der Lage sein, Leute darüber zu authentifizieren, dass ich sie frage, wie ihre Großmutter hieß, zum Beispiel. Ja. Und dann ist noch sowas Lustiges, also wie ein Papiertoken hinzugekommen, auf gut Deutsch unsere gute alte TAN-Liste. Ja. Man kann sich jetzt mit Challenge-Response-Token, zum Beispiel auch mit U2F-Token, am Web-UI anmelden. Das heißt also, wenn im Prinzip alle anderen Player irgendwie, die damals mitspezifiziert haben, wie Amazon, das in ihren Dienst nicht anbieten, dann kann man es wenigstens in Privacy ID verwenden. Die Unterstützung von den YubiKeys ist besser geworden. Das ist ganz interessant, hier hat sich viel irgendwie im Workflow getan. Das heißt, ich kann jetzt so Sachen machen wie, Benutzer können sich selber registrieren. Was natürlich ein bisschen merkwürdig ist, weil ich habe doch gerade meine Benutzer aus dem LDAP gelesen. Ja? Der Punkt ist, wenn ich will, kann ich diese Verbindungen zu meinen Benutzerquellen auch editierbar definieren. Dass also Privacy Idea, wenn ich es lassen möchte und das die Berechtigung hat, auch in so ein LDAP oder in so eine SQL-Datenbank reinschreiben kann. Und dann kann ich also im Prinzip da eine Registrierung draufpacken und kann sagen, so, jetzt betreibe ich das irgendwie als Service oder weil ich zum Beispiel sage, hier nur meine Gäste sollen 2-Faktor machen, dann sage ich hier ist die Registrierungswebseite, registriere dich da bitte. Dann wird der Benutzer angelegt, dann kriegt er einen Registrierungscode und dann kann der anfangen, sich da seinen 2. Faktor auszurollen. Naja, dann auch ganz interessant ist hier so ein Enrollment Wizard, der einfach, wenn ich mich im Unternehmen bewege, es war immer so, dass der Verkauf sagt, oh, es gibt ein Self-Service-Portal. Hey, oh, danke Helpdesk irgendwie, ja. Die Benutzer können es jetzt alles selber machen. Alles, was Benutzer selber machen, führt irgendwie zu Problemen. Und deswegen war im Prinzip hier diese Idee, wir brauchen einen Enrollment-Wizard, der den Benutzern eigentlich gar keine Entscheidung lässt. Das heißt, wo der tatsächlich nur 3-mal weiterklicken muss und dann ist er fertig. Ja, hier, das ist auch noch ganz interessant, das Privacy Idea schickt natürlich, kommuniziert noch mit anderen Systemen. Es kann E-Mails irgendwo hinschicken, SMS irgendwo hinschicken oder auch irgendwelche Radioserver anfragen und dafür kann man die ganz genannten Server, die ihren Protokollen jetzt zentral definieren.
Und wenn ihr sagt, okay, ich, ja, der Cornelius, der hat ja jetzt ganz viel erzählt und irgendwie über Key soll nicht stehlbar sein, aber das ist mir alles egal. Ich möchte trotzdem so vorinitialisierte Token kaufen. Dann gibt es jetzt so diese Funktionalität, dass man auch PGP-verschlüsselte Seed-Dateien importieren kann. Weil wenn ich so einen klassischen wenn ich halt so einen klassischen Schlüsselanhänger-Token habe, ja, was soll ich denn damit machen? Da ist der geheime Schlüssel drin. Und der geheime Schlüssel muss ja auch auf meinem Backend sein. Das heißt, ich kriege die Datei dazu und muss diesen geheimen Schlüssel importieren. Und damit der geheime Schlüssel möglichst lang geheim bleibt, ist es natürlich sinnvoll, diese Datei, wo er drin steht, möglichst extrem früh zu verschlüsseln und möglichst gar nicht zu entschlüsseln. Deswegen, wie gesagt, kann man auch verschlüsselte Dateien importieren. So, was aber viel spannender ist, sind jetzt eigentlich so Sachen wie, es sind zeitabhängige Richtlinien dazugekommen. Also über Richtlinien kann ich definieren, wie sich das System überhaupt verhalten soll. Ich kann jetzt auch noch sagen, boah, das ist auch noch zeitabhängig. Also beispielsweise eine Richtlinie könnte zum Beispiel sein, okay, wenn sich die User hier an diesem System authentisieren wollen, dann sollen sie sich bitte mit einem YubiKey authentisieren. Wenn sie sich irgendwo anders authentisieren, das sind nicht so wichtige Systeme, da können sie auch so ein Google Authenticator nehmen. So, und jetzt kann ich das Ganze noch zeitabhängig steuern. Da kann ich sagen, okay, ja, die können sich zwar mit dem YubiKey an diesem System authentisieren, aber bitte nur irgendwie Montag, Freitags irgendwie 9 to 5 oder irgend sowas Komisches, aus welchen Gründen auch immer. Dann gibt es ein Event-Händler-Framework. Während die Richtlinien definieren, wie sich das System, wie das System reagieren soll, also irgendwas passiert, irgendeine Anfrage kommt und die Richtlinien definieren, wie reagierst du darauf? Definieren diese Event-Händler-Geschichten, was es vielleicht zusätzlich machen kann. Also, da komme ich vielleicht mehr zu. Dann, spannende Sache, Migration und Nitro-Key. Das stand ja auch da. So, zeitabhängige Richtlinien, habe ich schon gesagt, im Prinzip hier Montag bis Freitags oder was auch immer. Und das kann ich halt auf verschiedene Richtlinien angeben. Also es gibt Richtlinien aus verschiedenen Bereichen. Im Prinzip für einen Administrator kann ich definieren, was er machen darf. Für einen User kann ich definieren, was er machen darf. Ich kann definieren, wie sich das Authentisierungsverhalten des Systems, wie das ist. Und insofern kann ich hier halt sehr flexibel, weil ich auch definieren kann, von welchem Client kommt die Anfrage, kann ich da sehr flexibel drauf reagieren. So. Dann gibt es das Event-Händler-Framework. So. Ja. Was passiert dann? Das Event-Händler-Framework ist im Prinzip eine, wie gesagt, jeder API-Call ist ein Ereignis. Das ganze System ist als REST-System aufgebaut und alle Aktionen, die man an dem System irgendwo machen möchte, ist im Prinzip ein API-Call. So, und die ganzen Python-Freaks unter uns, wer macht hier Python? Ja, gut so. Eigentlich ist es verhältnismäßig simpel gemacht, weil ich kann überall so einen Decorator davor schreiben und sagen, hey, du API-Call, du bist jetzt ein Event. So. Und sobald ich das gemacht habe, ist im Prinzip der Event registriert und dann kann ich an dieses Event eine neue Aktion dranhängen. Das heißt, ich ändere nicht das Verhalten, nicht die Reaktion, wie es irgendwie beispielsweise eine Authentisierungsentscheidung trifft, sondern ich sage, ich mache einfach was komplett Neues. Ja? Dafür gibt es Event-Händler-Module und die definieren irgendwie zusätzliche Bedingungen, Optionen, Aktionen und so weiter und so fort. Es gibt zurzeit sage und schreibe ein Event-Händler-Modul, was der User Notification heißt. Und der lustige Punkt ist jetzt, im Prinzip kann ich mit diesem Modul
die eine Aktion der Benutzerbenachrichtigung an jegliches Ereignis im Privacy Idea hängen. Das heißt auf gut Deutsch, wenn irgendwas im Privacy Idea passiert und ich möchte, dass der Benutzer das mitkriegt, ja, dann kann ich hier so ein Event definieren. Sinnige Sachen sind natürlich zu sagen, hey, wenn ich für den Benutzer oder wenn der Administrator für den Benutzer einen neuen Token ausrollt und dem Benutzer den Token aber nicht gibt, oder wenn der Administrator die PIN von einem Benutzer zurücksetzt, Passwort zurücksetzt und es dem Benutzer aber nicht sagt, ja, dann ist es natürlich eine ganz praktische Sache, wenn der Benutzer das mitkriegt. Also das ist im Prinzip so eine Möglichkeit, um irgendwo kritischen Accounts irgendwie da den Missbrauch vorzubeugen, damit nicht irgendein Administrator auf die Idee kommt, ach, ich mache da mal schnell was. Ja. Interessant ist natürlich auch zu sagen, okay, ich kann den Benutzer darüber informieren, wenn irgendwie mit seinem Account fehlgeschlagene Authentifizierungen vorgekommen sind oder wenn sein Token gesperrt wurde. Okay. Fragen soweit? Migration. So, Migration ist ja jetzt, wie wir auch eingangs gesehen haben, ein total heißes Thema, weil es NIST ja gesagt hat, dass wir unsere ganzen Sachen, die irgendwie auf SMS basieren, fortschmeißen sollen. Wer hat hier SMS-Passcode im Einsatz? Okay. Wer hat hier RSA Secure ID im Einsatz? Okay. Ich habe hier eine Installation RSA Secure ID mit Benutzern mit Token. Sieht man das von da hinten? Nee, gell? Sieht man das jetzt besser? Jetzt sage ich mir irgendwann irgendwie, mein altes, proprietäres, verkrustetes System ist total doof. Ich war jetzt hier am Wochenende hier in St. Augustin und das Privacy ID ist total genial. Ich muss das jetzt irgendwie möglichst bald migrieren. Nee, das war jetzt natürlich ein schlechtes Beispiel. Ihr entscheidet euch dummerweise, ich migriere das zu irgendeinem anderen namenlosen System, was ich jetzt nicht weiter nennen möchte. So. Hier sind meine RSA Secure ID User mit ihren Token. Wie macht man so klassischerweise so eine Migration? Man findet erstmal ein Wartungsfenster, oder? Warten. Ja, genau. Ich habe jetzt zum Glück nicht 1000 User. Da sagt man, ey, nee, du kannst jetzt am Wochenende nicht auf die Frostcon gehen. Da haben wir nämlich unser Wartungsfenster für die Migration. Und dann kommt das Wochenende, jetzt kommt diese Migration. Und, boah, ist das, und am Montag muss alles wieder funktionieren. Ja? Also machen wir die Migration. Ich bin so aufgeregt. So, alles super migriert, oder? Scheiße. Ja, gell? Hier. Und wann merkt er das, dass irgendwie bei der Migration halt irgendwie ein paar unter den Tisch gefallen sind? Ist immer ja? So, also im Prinzip Montag geht er wieder online und denkt, hier, alles dufte. Hey, und das ist gerade der Vorstand. Dumm gelaufen, ja? So, aber was soll's? Da kommt irgendwie ein anderer Anbieter um die Ecke und sagt, kein Problem, bei uns funktioniert die Migration wie ein Kinderspiel. So, wer, ich brauche da zwei Freiwillige. Wer wäre mal gerade freiwillig? Wäre jemand freiwillig? Okay, ne, es ist, okay, ja, es ist okay, ich verstehe ja. Okay. Mir fällt gerade auf, ich kann es auch ohne Freiwilligen machen. Ich mache das einfach so. Obwohl, naja, gut, ich versuch das mal so zu machen. Okay. So. So. Die Vorarbeit ist ein bisschen länger, aber ist okay.
ist geil, der Hersteller hat gesagt, voll super. Hinfort, hinfort, zu einem anderen Ort, denn RSA Secure ID mochte ich auch noch nie. Jetzt seid ihr auf einem anderen System. Ganz bequem. Immer noch am selben Ort. Ja, fragen Sie mal den Support. Also, wir kennen das vielleicht irgendwie, dass natürlich irgendwie in den Produktbroschüren irgendwie eigentlich alles mal ganz einfach geht. Und es geht halt nicht. Man kann sie halt nicht rüberzaubern, gell? Und deswegen, wie macht man das mit Privacy ID? Mit Privacy ID macht man das wie folgt. Da macht man eine sanfte Migration. Ja, ich habe also hier das alte proprietäre System. Hier drüben habe ich Privacy ID. Eigentlich habe ich hier erstmal das. So, jetzt gehe ich hin und sage, okay, ich installiere einfach ein Privacy ID-System daneben und konfiguriere die Firewall um oder das VPN um und sage, hier, frag mal das Privacy ID. Okay, touché, ich habe vorher was anderes noch gemacht. Hier steht es nämlich auch am Rand. Ich habe hier eine Policy im Privacy ID konfiguriert, eine. Und sage dann, Firewall, frag mal das Privacy ID. Ja, vielleicht brauchen wir auch ein Wartungsfenster, ja, weil man sich irgendwie bei der IP-Adresse vertippt hat oder so. Aber im Zweifel ist es halt verschwindend gering. Also ich konfiguriere lediglich das VPN um, sage, frag Privacy ID. Die Leute haben weiterhin ihre proprietären Token und das Privacy ID macht nichts anderes, als zu sagen, well, kenne ich nicht, hier, zack, fragt das System da hinten. Also Privacy ID leitet einfach alle Anfragen weiter. Jetzt fange ich an, parallel im Privacy ID neue Token auszurollen für die User. Das heißt, ich gehe quasi ganz kontrolliert hin und migriere die Benutzer, vielleicht sogar abteilungsweise hier, ja? Migriere die Benutzer da kontrolliert irgendwie nach Privacy ID. Die Anfrage geht ans Privacy ID vom VPN. Das Privacy ID sagt, ja, klar, der User hat hier einen Token, ich kann den mal überprüfen. Oder das Privacy ID sagt, der User ist nicht gelb, kenne ich nicht, und leitet die Anfrage weiter. Und so kann ich halt alle User nach und nach weiter migrieren. Jetzt müssen Sie aufpassen, weil mir sollen ja keine verloren gehen. Irgendwann sind alle Benutzer halt dann migriert. Ach, vielleicht kann ich manche nicht sofort migrieren und ich muss das einfach noch ein paar Monate stehen lassen. Läuft halt weiter. So, irgendwann migriere ich weiter. Irgendwann stelle ich fest, oh, jeder User hat jetzt in Privacy ID einen Token und dann kann ich das alte System abschalten. Von der Konfiguration kann ich vielleicht auch noch mal schnell zeigen, weil nicht, dass hier jemand auf die Idee kommt zu sagen, boah, das ist ja kompliziert, ich mache das jetzt vielleicht mal gerade so. Ja, genau, es ist... So. Das heißt, natürlich gehe ich irgendwo initial hin und sage, hey, da liegen meine Benutzer, aber die haben halt noch keine Token. Und das Einzige, was ich dann mache, ich definiere eine Richtlinie. Die schmeiße ich mal kurz weg. Und ich glaube, ich hoffe, mich daran zu erinnern, dass sie im Scope Authentisierung ist. Genau, hier oben. Eine Richtlinie definiere ich. Habe ich denn schon, vielleicht zeige ich das gerade nochmal. Bevor ich das tue, sage ich natürlich an einer Stelle hier, das habe ich auch noch gar nicht vorbereitet, RSA Secure ID. So, der steht irgendwo, keine Ahnung,
lauscht auf irgendeinem Port, keine Ahnung, hat irgendein Secret. So. Ich sage im Prinzip einmal, ey, da steht mein Radioserver. Ja, das ist eine Frage. Ja, grundsätzlich ja, du musst eigentlich so also Windows-Admin-typisch alles über die Oberfläche machen. Aha, ob ich Windows-Admin-typisch alles über diese Oberfläche machen muss? Nee, natürlich nicht. Denn erstens, es gibt einen Kommandozeilen-Client, der irgendwie viele Befehle irgendwie ermöglicht. Und du kannst natürlich auch total cool alles über die REST-API machen, indem du irgendwelche Requests sendest. Aber prinzipiell ist es schon so, dass die meisten Dinge halt, oder halt alle Dinge über die REST-API gehen. Manche Dinge gehen über einen Kommandozeilen-Client oder viele Dinge gehen über einen Kommandozeilen-Client. Und du kannst dir natürlich auch überlegen, wenn du irgendwelche Workflows hast, irgendwelche eigenen Systeme, ob du halt Komponenten davon einfach halt in deine eigenen Systeme integrierst und sagst, hey, ich habe hier irgendwie ein Helpdesk und von dort aus rufe ich halt manche Funktionen in Privacy ID auf. Wie dem auch sei, ich habe hier meinen RSA-Server definiert, da steht mein RSA-Server. So, und jetzt erzeuge ich also diese eine Richtlinie, die sagt, Migration, die sagt Authentisierung und zwar Pass-Through. Das heißt, wenn der Benutzer, der sich versucht zu authentisieren, wenn dieser Benutzer hier im Privacy ID keinen Token hat, dann mach was anderes, frag jemand anderen. So nach dem Motto, ja, der Benutzer hat keinen Token, ich weiß nicht, wie ich den validieren soll. Dann frag bitte, hier taucht das Secure-ID auf, was ich gerade eben definiert habe, dann leite diese Anfrage bitte an das alte proprietäre System weiter. Und so kann ich halt die Token sanft migrieren. Sobald ich einem Benutzer den Token in Privacy-ID ausrolle, hat er den und alles ist wunderbar. So, Maus. Eine weitere Neuerung, die noch nicht ganz fertig ist, aber die zum Glück auch nicht auf Serverseite abhängig ist, ist die Unterstützung vom Nitro Key. Wer kennt hier den Nitro Key? Wunderbar, immerhin zwei Leute. Das ist im Prinzip, vielleicht waren es auch mehr, keine Ahnung, das ist im Endeffekt die GnuPG Smartcard, die in irgendwie einen USB-Gehäuse gepackt wurde und wo noch diverse andere Funktionalitäten drauf sind, hier irgendwie Password-Safe und natürlich hier interessant OTP-Slots. Das heißt, ich habe eine Tray-Icon irgendwie oben bei mir und kann sagen, hey, NitroKey, gib mir mal meinen nächsten OTP-Wert. Und dieses Kommandozeilentool, was wir gerade eben dankenswerterweise hier ins Gespräch gebracht haben, soll also dann demnächst in der Lage sein, diesen Nitro-Key bzw. die OTP-Slots dieses Nitro-Keys zu initialisieren, sodass ich dann einen Open-Source-Backend habe, wo ich reingucken kann. Ich habe Algorithmen, HOTP oder TOTP ist in RFCs definiert. Ich habe offene Algorithmen und ich habe im Prinzip eine mit der GnuPG Smartcard eine offene Hardware. So. Das sind die Neuerungen in Privacy IDEA über das vergangene Jahr. Mit Privacy IDEA kann man wunderbar Authentisierung mit zwei Faktoren für alle Beteiligten abbilden. Das ist ein Open-Source-Projekt, das kann man sich runterladen, installieren, machen, tun. Ich habe eine wahnsinnig breite Auswahl an Token. Als ich vorhin den Token ausgerollt habe, habt ihr vielleicht eine Ahnung davon bekommen, was alles so möglich ist. Über die API, die wir da gerade eben wieder angesprochen haben, kann ich im Prinzip es in alle möglichen Workflows einbinden. Ich kann hier eine Migration machen, wo mir keine Wackelaugen verloren gehen. Und für all die Leute, die gerne irgendwie ein bisschen Python hacken, die sind herzlich eingeladen, weil meines Erachtens es eine sehr niedrige Schwelle hat, es ist eine sehr leichte Einarbeitung, es ist sehr schlank mit 15.000 Zeilen Code für alles drumherum. Und ja. Wer ist denn hier
Welche Eltern sind denn hier unter uns? Die sind Eltern, die im Prinzip die Frostgordon, dauert ja jetzt ein bisschen länger, also irgendwie der letzte Vortrag ist ja viel später als früher. Ja? Das ist ja doof, man kommt ja viel später nach Hause. Ja? Frau meckert, Kinder sagen, oh, dann sehe ich dich erst montags. Also alle Eltern, die hier sind und sagen, oh, ich komme so spät nach Hause, sind herzlich eingeladen, für ihre Kinder noch ein paar Wackelaugen mitzunehmen. Was passiert weiter mit Privacy Idea? Die zentrale Idee für die nächste Version ist, die Möglichkeit zu schaffen, Client-Informationen zu sammeln. Zurzeit steht man da und sagt, hey, ich habe hier dieses Authentisierungssystem stehen, das Privacy Idea. Aber ich weiß eigentlich, irgendwann, ich betreibe das schon seit Jahren, ich weiß gar nicht mehr, welche Systeme eigentlich überall anfragen. Ja, hier habe ich noch ein OTRS und hier habe ich meine ganzen PAM-Systeme. Ja, irgendwie, klar, man kann in die Logs gucken und kann das irgendwie zusammenkreppen. Ja, aber die Idee ist zu sagen, das wird einfach in der Datenbank gesammelt, um zu wissen, wann wurde das letzte Mal quasi von welcher IP-Adresse hat welcher Client Privacy Idea für die Authentifizierung hinzugezogen. Damit ich als Administrator weiß, ich habe hier noch irgendwie einen alten Radioserver, der eigentlich auch noch Privacy ID fragt. Wieso das denn? Ja? Oder damit ich vielleicht weiß, die letzte Authentifizierung irgendwie von dem Client ist aber schon anderthalb Jahre her. Vielleicht gibt es den gar nicht mehr. Der andere Punkt ist natürlich dann auch, dass das im Zweifel auch den Support erleichtert. Wenn man irgendwann sagt, man hat einfach eine bessere Übersicht, wie das Netzwerk überhaupt aussieht. Fragen soweit noch? Wie sieht es aus mit der Hochverfügbarkeit? Wie das mit der Hochverfügbarkeit aussieht? Kein Problem. Ich habe hier nämlich zwei Magnete mitgebracht. Also ich habe hier so ein Privacy-ID-Magnet und noch ein Privacy-ID-Magnet. Im Endeffekt wird das über die Datenbank abgebildet. Das Privacy ID schreibt im Prinzip alle Sachen in die Datenbank. Es hat eigentlich keine direkten Sessions. Das heißt, der Zustand steht eigentlich immer in der Datenbank. Das heißt, ich gehe hin und nehme Galera-Cluster. Irgendwie war ja gestern, glaube ich, dieser spannende Vortrag, den ich da leider verpasst habe. Oder irgendwie so eine Replikation. Oder ich mache meine Datenbanksystem irgendwie anders hochverfügbar. Aber viele setzen da also irgendwie so ein MySQL Master-Master-Replikation ein oder ein Galera-Cluster. Ja. Okay. Ja, nochmal die herzliche Einladung. Irgendwie hier ist Privacy Idea zu finden, ist auf GitHub gehostet, damit man weiß, wie sich das so, was da so passiert. Tests laufen auf Travis CI und irgendwie Code Coverage kann man sich angucken. Das ist ja richtig nicht mehr ganz aktuell hier, das heißt ja jetzt .io. Also auf Read the Docs liegen die kompletten Dokumentationen. Und es gibt viele verschiedene Arten, da haben wir uns jetzt gar nicht drüber zu unterhalten, Privacy Idea zu installieren. Eine davon ist fertige Pakete für Ubuntu, die liegen in einem Launchpad-Repository. Und was noch? Ach ja, so. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, hier vorne in der Mensa auf der Ecke ist ein Stand, da könnt ihr doch gerne vorbeikommen oder mich irgendwie jetzt hier gleich behelligen. Oder eben hier in dieser Google Group, die einfach auf Privacy ID heißt, anklicken und Fragen fragen. Wie sieht das eigentlich aus mit der Planung für Webseiten an sich? Also klar, meine eigenen Dienste kann ich damit anpassen und dann nutzen, aber Anmeldung bei GitHub Das waren jetzt gleich zwei Fragen auf einmal. Also wie das mit, ich glaube, ich muss das wiederholen, wie das mit Anmeldungen an irgendwelchen Webseiten aussieht. Das Problem ist natürlich, irgendwelche Webseiten machen irgendwas. Also wenn ich irgendwie mich bei GitHub anmelde, entscheidet GitHub, ob ich da rein darf oder nicht. Es gab ja mal irgendwie früher so ganz simple Protokolle wie OpenID, was sich irgendwie nicht durchgesetzt hat, weil kein Mensch verstanden hat, dass man eine URL als Username verwenden soll. Und damit wäre das im Prinzip gegangen. Ja? Es gibt jetzt wieder
ähnliche Punkte jetzt, glaube ich, nicht bei GitHub, aber halt bei größeren Systemen, dann wird halt irgendwie so Web-SSO verwendet, dann wird so komisches Zeug wie SAML gemacht und so. Ja, das kann man machen. Also wenn ich tatsächlich sowas wie, Entschuldigung, Salesforce hätte oder so, ja, dann kann ich im Prinzip einen Simple SAML PHP-Server aufsetzen und sagen, hey, Salesforce-Installation, meine Benutzer werden bitte hier gegen dieses Privacy-Idea beziehungsweise gegen diesen SAML-Identity-Provider authentisiert, hinter dem dann das Privacy-Idea steht. Ansonsten habe ich halt nur begrenzt Chancen, ja, also weil im Endeffekt natürlich erstmal die Authentisierungsentscheidung bei dem Webseitenprovider liegt. Gerade konkret bei GitHub habe ich aber das Problem, dass ich oder die Möglichkeit, dass ich bei GitHub einen U2F-Token registrieren könnte. Und der Mail-Client, ist halt die Frage, es geht ja nicht um den Mail-Client, sondern um den Mail-Server. Also auch hier wieder, der Client authentifiziert dich ja nicht, sondern der Server authentifiziert dich. Und dann ist halt die Frage, wo ist der? Wo steht der? Wer hat den unter Kontrolle? Und Systeme, die ich erstmal nicht unter Kontrolle habe, wie gehostete Mail-Server, Webseiten, was auch immer, da habe ich halt nur begrenzte Möglichkeiten. Mit Privacy-Idea. Ja? Kannst du anspielen? Na klar, man kann ja die Systeme kopieren, die man kontrolliert, das ist logisch. Aber was ich eigentlich ein bisschen vermisst habe in der gesamten Talk ist, wie funktioniert das eigentlich die Autorisierung tatsächlich dahinter? Ich meine, das war eine sehr schöne Präsentation, auch orientiert von der Oberfläche und wie es administriert. Das sagt noch gar nichts, wie ich jetzt dahin komme, dass zum Beispiel mein Rechner dann S-Talog in mir frei den Token. Da muss er irgendwie Pump mitspielen oder S-Talog muss mitspielen. Das gleiche gilt natürlich auch für Mail zum Beispiel. Da muss er irgendwie ASL mitspielen. Und ich weiß, es noch spezifiziert ist, Zweifaktor dafür. Das ist jetzt gar nicht. Wie sieht es da aus? Ich könnte da ein bisschen was zu sagen, wie sozusagen die Anwendung aussieht, wenn ich das erstmal installieren möchte, statt ja. Der erste Schritt. Ja, okay. Im Prinzip, wie das eigentlich aussieht bei der Applikation dann. Klar, entweder muss die Applikation in der Lage sein, ein Protokoll zu sprechen, was Privacy Idea spricht. Dafür gehe ich hin und nehme zum Beispiel im einfachsten Fall einen FreeRadio-Server, zack, installiere den FreeRadio-Server auf den Privacy Idea mit und sage jetzt einfach, die Applikation, ja, mein VPN, kann Radios sprechen. Und dann konfiguriere ich in dem VPN Radius, der geht gegen FreeRadius. Ein Plugin im FreeRadius sagt, hey, ich unterhalte mich mit Privacy Idea und Privacy Idea kann den Faktor verifizieren. Im Fall von SSH, wenn ich hier jetzt angenommen, ich setze mal woanders hin, hier, das ist irgendwie ein Linux-Server, wo ich mich per SSH drauf anmelden möchte. Da kann ich entweder sagen, oh, ich habe hier schon den FreeRadius installiert, ich nehme das fertige Paket PAM Radius, was so eigentlich jede Distribution hat, oder ich nehme, was mit Privacy Idea mitkommt, ein eigenes Privacy Idea PAM Modul, was dann genau wieder die API von Privacy Idea bedient. Und bei den Web-Applikationen ist das natürlich auch genauso, ja. Das heißt, ich brauche hier für einen OTRS oder für Typo 3 liegt hier noch rum. Da brauche ich ein Plugin für. Ja? Das heißt, die Web-Applikation muss irgendwie ermöglichen, zu sagen, okay, mein Authentifizierungs-Stack ist so flexibel, dass ich ein Plugin da reinstecke, damit ich den Benutzer irgendwie anders oder die Credentials des Benutzers irgendwie anders überprüfen kann. Da gibt es einige, aber halt nicht alle und manchmal ist das so ein bisschen schmerzhaft, ja. Okay, wenn keine weiteren Fragen sind, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Spaß bei der Forschung.